Ist egal, ich brauch Fleisch. Michael! Yeah, geiles Wetter, geile Hammer Frauen. Geil, yeah, wolltest du was sagen? Die Sonne scheint. Hammer, geil, das ist wunderbar warm. Ja. Ist es kurz vor vier? Oder ist es vier? Wir haben jetzt ist egal, schon sehr, sehr früh, also 4 Uhr morgens, das Wetter ist geil. Und ja, wir beginnen jetzt den Vierteiler quasi, das imperiale Summer Camp. Ich teile das mal in 4 Teilen auf, weil wir 4 Tage weg sind. Ja, in einem proppenvollen Auto. Und es ist so voll. Wir fahren jetzt los und ihr werdet uns nachher weitersehen. Yeah. Let's ride! Jo, wir sind unterwegs zum imperialen Summer Camp und wir sind gerade im Raum meiner alten Heimat. In der Nähe von Goslar. Von Einbeck. Juhu, ich bin gerade voll happy. Und meine Mutter steht auch gleich kurz am Straßenrand und will Hallo sagen. Ja, das imperiale Summer Camp, das ist, wir sind da Teamleiter unter anderem. Ja, oder Organisation. Und wenn das Ding so Organisation. Wir werden das rocken und ja, es werden 100 Teilnehmer sein und es ist so, dass wir jetzt heute uns am Donnerstag erstmal unter uns Teamleitern da treffen. Und Technik wohlgemerkt und Technik Orga und, so. Und alle einfach. Und die bauen schon auf, während wir jetzt zu spät kommen. Es müsste alles schon aufgebaut sein. Ja, aber wir kommen auch nur zu spät, weil ich noch arbeiten musste. Ja, genau, wohl bemerkt. Wohl bemerkt. Ich wurde gebeten, zu spät zu kommen. Ich habe nur auf dich gewartet, aber das ist okay. Ich hatte meinen Kaffee, deswegen ist alles gut. Und morgen, also am Freitag, da kommen dann erst die ganzen Leute. Um wie viel Uhr? Zwischen 11 und 1. Ja, wir stehen auch alle spätestens um 9 auf und fangen an mit einer Chillrunde. Und ich bin überlegen, ob ich dem Halbmann mit euch Sport mache. Oh. Sport? Was? Sport? Oh, ne. So, das ist meine Heimat. Ihr seht jetzt meine Heimat. So bin ich groß geworden hier. In seiner Heimat, du. Es ist wunderschön. Das ist schön hier. Das ist unsere Zivilisation hier. Vorhin war die Sonne noch ein bisschen, also als sie da noch ein bisschen zu sehen war, das sah geil aus, wo sie richtig durch die Wolken durchgebrochen ist. Ja, aber es bringt nichts, wenn du jetzt sagst, dass es geil aussah. Ja, aber sie können dir das doch bildlich vorstellen. Aufnehmen, weil wir haben Getetris. Oh, ja. Also wir haben noch eingekauft. Du brauchst noch was. Und wir sind gleich da. Oh, in 10 Minuten sind wir auch da. Shari, hier hast du deine Drachenburg. Solche Sachen gibt es nur in meiner alten Heimat zu sehen. Oh, wa? Ist das schön hier. Scheiß auf Socken? Ja. Nee, scheiß doch nicht drauf. Das. Ja, aber das ist ja eklig. Guck mal, wa? Stell dir mal vor, da oben wäre jetzt so eine riesige Drachenstatue. Nach diesem Wochenende werde ich so viele Flügel ausgebreitet. So ein richtig Monster-Vieh. Das wäre voll geil. So, und da hinten... Dahinter, da ist jetzt unser Campingplatz. Irgendwo da hinten ist Glashütte. Ja, also eigentlich nur eine Minute von hier. Wir sind gespannt. Ja. Tschüss. Wir sind gleich da. Yeah. Juhu, wir sind da. Juhu. Oh Gott. Was ist mit dir los? Ich weiß nicht, ich habe irgendwas auf dem Kopf. Ich weiß, ja, du weißt nicht was? Wir sagen es auch nicht was, ja. Hast du etwa hey, Leute. Auto geblockt? Hallo, Knie. Ja, ich hoffe, du hast eine Schüssel gehabt. Wie eine Schüssel. Da ist Frischwasser. Kaum hat das Shari erfahren. Das Geile ist, wir haben... Aber Shari, es sieht ein bisschen aus wie bei Slenderman. Das Geile ist, wir haben in den Toiletten drin kein Licht, sondern nur so alte Laternen mit so kleinen Teelichtern drin. Na geil. Was? Jetzt hat sich der entdeckt. Oh, hier kann man auch gemütlich sitzen. Da auch. Da ist unser Zelt. Und hier ist das Wasser. Oh, da kann man aber nicht baden drin. Das ist ja Strömung pur. Hier ist es ja wohl mal gemütlich. Max hat mir erzählt, dass es so Sitte ist bei Feriencamps, dass man Nachbarferiencamps, dass man da die Fahnen klaut. Ist das so? Was? Dass man bei Nachbarferiencamps die Fahnen klaut, ist so Sitte. Ja, weltweit. Bei allen, also jeder von euch schon im Zeltlager war, wird das wissen. Okay, und da gibt's Banner oder Nachtwache. Und du hängst die wo auf, da, an dem Fahnenmast? Ja, genau. Also den Fahnenmast haben wir mitgebracht übrigens. Den hat unsere glorreiche Technik heute aufgebaut und eingegraben und so. Aha. Und da haben wir jetzt provisorisch so eine komische Flagge von so einem komischen Mann. Dann lass die doch hängen, wenn die klauen. Hängen wir erst die richtige hin. Ach, genial. Diese Grieche, das ist ein Fuchslein. Hab ich gefunden. Der Dr. Tessa wird übrigens auch hier sein. Der hat sein Labor. Der hat sein Labor hier unten. Hier ist das Teamleiterzelt. Und da ist mein Luftbett, das wird gleich aufgepustet. Da ist das von Max. Müssen wir selbst Holz hacken. Das ist Feuerholz. Da hinten ist unser Grill. Hier ist so eine Essenstelle. Da haben wir mehrere von. Da hinten auch noch. Und dann haben wir hier noch das Sanitätshaus. Sieht aus wie ein Hexenhaus ein bisschen. Stimmt, hat was. An den Außenwänden sind die solche Waschbecken. Bisschen so Slenderman-mäßig, ne? Und das sind die Waschbecken.
Die auch zum Beispiel. Hier oben, das ist ein Dachboden, der ist leer. Da können wir Kinder reinsperren, die böse sind und sich nicht an die Regeln halten. So, hier drin, hier haben wir eine Kaltwasserdusche. Eine für 110 Leute? Ja, eine. Waschbecken und hier haben wir einen Kühlschrank. Da habe ich das für uns nachher ein bisschen Fleisch gebunkert. Uninformiert. Das lässt sich noch nicht sagen. Oh, ist das schön. Hallo, ihr Schatz. Hier, guck mal, wie schön das hier unten ist. Das ist ja richtig schön. Alles, was das ist. Mücken, überall Mücken. Das ist meine Heimat. Hier ist Gniche geboren, da drüben. Wurde er in einem kleinen Weidenkörbchen angetrieben. Oh Gott. Alter. Das war Mo. Was denn? Mo. Das Mo hat gecrasht? Ja. Okay, hier werden wir wohl wahrscheinlich alles absperren müssen, damit hier niemand von der Strömung. Da so Stöcker so rein. Alter Schwede, ich habe gerade einen Stock zu Testzwecken reingeschmissen, wie stark die Strömung ist. Plötzlich irgendetwas hat diesen Stock nach unten gezogen. Krass. Zumindest sehr stark aussieht. Wir testen das. Nein, die ist stark. Shari testet das gleich mal provisorisch. Wenn die abgetrieben wird, das ist ja schlimm. Und dann, gucken wir mal. Aber ich glaube auch, dass. Das wird nichts. Was ist da hinten? Da hinten ist ein Storch. Oh, hörst du diesen? Oh, da war es schon wieder. Da, das hat den Stock ausgespuckt, ohne Scheiß. Es hat den Stock gerade ausgespuckt. Wie krass. Das Alter. Max. Ich will hier... Alter, das müssen wir Shari sagen. Ohne Scheiß, ich dachte, was ist das denn? Der kam mal, der wurde hier verschluckt und kam da hinten raus. Shari springt gleich rein. Ich wurde sie nach unten gezogen. Ja, lach mal nicht. Dann fünf Minuten später kommt er irgendwo wieder hoch. Ausgespuckt. Ey, was war das jetzt? Das mach ich nochmal gleich. Nochmal. Hä, das war mir jetzt echt ein bisschen zu unheimlich. Alter, ich probiere das jetzt nochmal aus. Wo waren das ungefähr? Da, ne? So, jetzt halte ich mal die Kamera drauf. Alter, ich würde so, ey, wenn der jetzt verschlungen wird, ne? Ich drehe voll durch. Nessie weiß, dass es gefilmt wird. Ich mach mal weiter weg. Ohne Scheiß, der wurde mit so einem Schwups ins Wasser gezogen. Scheiße, ich die Kamera gerade nicht anhatte. Wollen wir sie vorwarnen? Oder? Ja, natürlich. Shari muss vorher das wissen. Shari? Ja? Wir haben mir gerade eine Beobachtung gemacht. Warte, hier, da wälzt sich das Wasser wieder. Alter, wir möchten, dass ihr was wisst, bevor ihr da reingeht. Jetzt ohne Scheiß, das ist jetzt kein Flachs. Ich habe vorhin gerade einen Stock reingeschmissen. Ich habe leider die Kamera genau dann im entscheidenden Punkt ausgehabt. Aber ich habe einen Stock reingeschmissen. Der wurde mit richtig lauten Effekt, also was ist Effekt? Der wurde wirklich richtig nach unten plötzlich gezogen. Und ich filme hier so weiter, plötzlich, so ungefähr 2-3 Minuten später, tauchte er da hinten mit einem anderen großen lauten Geräusch wieder auf. Und das ist jetzt kein Scheiß. Schatz, das kannst du auch, vorwärts. Und da hat sich das Wasser gerade schon wieder gewellt, an der einen Stelle. Gleich voll das Riesenvieh. Konnte ich das entgehen? Das erinnert mich immer an diese Szene. Wenn jetzt direkt vor dir dieser Stock ins Wasser gezogen wird, ne? Erstmal, wo immer die anderen kamen, bitte achten Sie beim Aufsteigen zwischen Abstandshütten. Ich sag euch einfach, falls hier doch einer reingeht, sagt, ruft uns an, wenn man kommen die bei uns an. Wieso, wo seid ihr denn? In Bad Schkalshafen, eine Stunde von hier. Hä, warum seid ihr nicht hier? Weil wir schon seit anderthalb Wochen zelten. Ach so. Ach, ihr gehört gar nicht hierzu, oder was? Nein, ich hab nur... Moment, wo ist er? Den Nummer hergebracht. Ja. Ich hab nur Zwänge hierher gebracht. Ach so. Ja. Hä? Ist das ein Zufall, dass ihr auch hier wart? Ja. 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 Wie krass ist das denn? Gleich vor ihr so ein Riesenfisch. Oh, ey, macht man Scherze. Mit dieser Angel mit der Laterne dran. Ja, genau. Vielleicht wird dieses Videoband irgendwann mal so wie so ein Blair Witch Project Video gefunden. Wie schnell es dunkler wird, ne? Also hier vorne, wenn man hier so ein bisschen sitzt, ist das vollkommen in Ordnung. Ja, du sitzt auch auf so einem Riesenfisch. Dieses Matschezeug, ich hasse Matschezeug. So, das war's dann auch schon für Oswald. Da kräuselt sich schon wieder das Wasser. Oh, gleich hier so eine Spur hin zu Shari. Tschüss, Shari. Da kommt es! Oh Gott!
Es kommt aus dem Wasser. Oh Gott, es sieht aus wie Schari. Wow. Hier ist irgendein großes Vieh drin. Ohne Flachs jetzt. Ich bin Zootierpfleger. Ich habe keine Angst vor Viecher. Okay. Ja, das ist natürlich ein Argument. Wie viele deiner Kollegen wurden schon gefressen? In den letzten 10 Jahren? Ja. Keine Ahnung. Ja, siehst du, da geht schon mal los. Weiter im Betriebsrat. Da sagen sie immer, der hat gekündigt. Was machst du? Musst du mal? So. Oh, das sieht unheimlich aus jetzt mit den Flossenhänden. Wie du so aus dem Wasser. Oh, warte mal. Wo ist denn das Geländer? Ja, hier hört's auf. Wie sieht denn das eigentlich aus mit Grillen? Ich dachte, hier gibt's einen Grill. Ja, da gibt's einen Grill. Ah. Da, wo die Briketts. Der Hase ist der Grillmeister, so wie ich das verstanden habe. Ach so, okay. Oder? Hase ist derjenige, der grillen kann. Ich Gut. habe mich auf einen Grill, nicht auf. Da drüben ist ein Grill. Das ist etwas aus Rost. Ich guck mir das nachher nochmal an. Das ist etwas aus Rost? Ich möchte mein Essen nicht rostig. Verlängerungskabel, die. Was ist denn los? Schari. Schari, alles gut? Schari? Hast du Schari schon begrüßt? Drück sie mal. Ja, Schari. Das sieht ja abgefahren aus hier. Wir sind hier im Nachtlager. Ihr werdet heute den Schrecken erfahren. Oh. Was sieht gerade voll geil aus, weil du so halb im Schatten bist. Auf jeden Fall. So, pose mal. Max, wegen der Plastikflaschen würde ich mal aufpassen. Geil. Ich weiß gar nicht, wie geil das aussieht. So halb im Dunkeln. Ich habe jetzt auch mal mein Bett aufgepustet. Mit einer schönen Giraffen-Bettwäsche. Hallo, ich bin der Florian und ich bin der Sanitäter hier. Hallo Florian. Aha. Und wir sind auch bewaffnet, falls die Rebellen auftauchen. Der Grill ist sehr, sehr eklig, sehr verrostet und sehr speckig. Und wir wissen nicht, wie wir unser Fleisch und wir haben richtig Hunger. Max und ich allen voran. Oh, guck mal, wie hübsch ist denn das, bitteschön. Oh. Daenerys. Epischer Auftritt. Ja, hier haben wir unser wunderschönes Leid erzählt, dass ich durch zwei repräsentative Fackeln ein wenig gepimpt habe. Du warst das? Ich war das, ja, die habe ich gekauft. Die hast du gekauft, aber nicht aufgestellt. Aufgestellt, das macht die Technik. Achso. Ich bin Lagerleitung. Und was machen wir jetzt mit dem Fleisch? Ja. Hauen wir also, das jetzt hier drauf? Also die Mädels haben auch keinen Schwamm dabei. Ich habe versucht, ob wir. Schari hat ja einen Multifunktionsarsch. Und ich habe gedacht, vielleicht können wir damit irgendwie das Gitter sauber machen, aber sie meinte nein. Und jetzt. Bießen wir das Fleisch jetzt auf. Worauf? Auf Stöcken. Auf Stöcke. Und stellen es ins Lagerfeuer. Okay. Wir haben noch einen kleinen Snack am Ende, weil Oswald okay. hat Knoblauchbrot besorgt. Was ist das für eine Hintergrundbeschallung? Oh, das ist Oswald mit ihrer Blockflöte. Warum hat sie eine Blockflöte? Warum übst du hier im Zelt Blockflöte, während wir uns um ernste Sachen Sorgen machen, wie das Fleisch? Weißt du, wieso spießt du das nicht einfach auf irgendeinen so Scheißstock und haltest es übers Feuer? Was genau das habe ich auch gesagt. Ja, dann machen wir das. Männlich. Yeah! Yeah! Los geht's! Sucht euch Stöcker. Jetzt geht schon wieder die nächste Problematik los. Stöcker suchen. Der geht ins Auto. Nein, Max, wir müssen uns leider Stöcker im Wald suchen. Tut mir leid, wie aber im Wald? Du findest nicht hier im Auto Stöcker. Ach so. Das ist meine Ausgehkleidung. Nein, mein Gürtel ist zu dick für meine. Hast du einen Gürtel mit? Ja, aber ich brauche ihn. Ja? Ich habe extra noch ein Schneidebrett und eine Gürtelstange gekauft. Geil. Damit kannst du dir einen Gürtel basteln. Haha. So ein Outfit und dann ein Mädchengürtel. Ich gebe dir gleich einen Mädchengürtel direkt in die Fresse. Ich mach das Licht an, wie sieht das denn aus? Dann muss ich von hier so filmen. Ja, steck ihn vorsichtig rein. Pass auf die Nieten auf. Ja. Du bist verantwortlich, meine beiden Mozzarellas und mein Fleisch gleich in den Kühlschrank zu stellen. Was? Wieso das denn? Weil ich heute nicht hier schlafe. Oh, hier wird was getan. Ganz blöde Idee, worauf ich gerade Klo brachte. Ist egal, ich brauche Fleisch. Okay.
Das ist in Ordnung. Mit einem normalen DIN A4-Zettel. Was steht da drauf? Nichts. Das ist in Ordnung. Jetzt steht da drauf, ich bin altes Fett. Ja. Das ist aber in Fett geschrieben, ne? Ja. Ja. Kannst du auch kursiv? So, checken wir doch mal die Leuchtkraft meiner neuen Taschenlampe. Oh, okay, das ist ja Laser. Wirklich. Das sieht geil aus. Shari, fight. Das ist das imperiale Laserschwert. Weißt du, was, wir schneiden das einfach noch. Damit kannst du die Erde zerteilen. Aber dafür hat ja der Doktessa diesen Henkel erfunden. Glücklicherweise, ja. Und Doktessa, wenn du wieder, wozu der Henkel. Jetzt wissen wir, wozu der Henkel da ist. Wir haben es jetzt soweit, dass das Papier mit dem alten Fett von dem Grillrost anfängt zu blubbern. Ah ja. Okay, Max, es sieht so aus, als wenn die das Fleisch, den Grill noch ankriegen. Ja, an ist, glaube ich, nicht das Problem, aber sauber. Sie haben ihn sauber gemacht. Wow. Das hast du gar nicht mitgekriegt. Ihr habt ihn sauber und, gekriegt? Naja. Guck, was ist hier drauf, Shari? Ey. Ja, scheiße. Das Zombie, aber da habe ich gerade keinen Bock. Machst du ihn gerade in deinem P***en sauber? Ja. Nein. Jetzt ist soweit die Stunde abgeschlagen. Willst du ja nur, dass nachts irgendwelche Tiere kommen und an deinen P***en lecken? Ja, genau. Ich hab dich durchschaut. Ja. Oh, wie geil ist das Cross? Wie geil, was man das ist okay. Perfekt. Genau gesagt. Ja, aber Don. Ich freue mich schon auf Jester. Die Frage ist, wo ist das Fleisch? Du, das ist beim Grill. Ach so, weißt du, sie schaffen es. Und niemand weiß, wo die Grillzange ist. Und wenn ein Mann in der Handtasche einer Frau, geschweige denn im Gepäck einer Frau, oh etwas Gott, sucht. Ja. Niemals in die Handtasche. Ich hab's gemacht. Ja, vielleicht du warst du nicht sehr erfolgreich. Seitdem habe ich diese mechanische Hand. So, Max, jetzt kommt erstmal mein männliches Fleisch. Ja. Soll ich gleich beide aufschmeißen? Also, ja, mach mal gleich beide. Ich muss ja zu meiner zwei. Verteidigung sagen, das sind wir sind eigentlich nur ja. Ja, so. Alter, das ist dann meins. Nee, Moment. Da sind schon diese kleinen Mikro-Dinger. Ich weiß nicht, was also, das ist. Ihr wisst ja, der Grillmeister. Es fängt an zu regnen. Das ist uns gerade relativ so. Wir haben ein Dach. Und was habe ich noch dabei? Ey, war's doch noch da. Wo ist das hin? Also, ja. Wo ist das hin? Du warst noch da. Man sieht, jetzt ist es weg. Man sieht, wo mein. Ist es? Ist das, weil er reingefallen hat? Scheiße. Das wird so klein. Max, du bist noch so jung. Oh, Max. Ich hab ja noch Baguette-Stangen. Wie geil, wie fett ist denn dieses Fleisch, bitteschön? Das gibt's doch gar nicht. Das zweite Fleischstück ist jetzt da unten. Anzumerken, von der gleichen Fleischsorte. Aber nicht vom gleichen Grillmeister. Ja, das gibt ihm. Aber das zweite von Max. Fleisch und so, das ist meins. So sieht meins jetzt fertig aus. Njum, 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 njum. Guck mal hier, so im Hellen sieht's noch mal geil aus. Jetzt noch Butter drüber. Der streut noch mal Salz in die Runde, als Max sein zweites Stück Fleisch in den Grill gefällt. Ich hab gleich auch ein bisschen. Max, willst du von mir ein bisschen was abhaben? Ja, ein bisschen. Ach, was so, nö. Ich gönn dir das. Oh, danke. Das ist dir verdient. Ich hab dir ja schon was abgegeben, du weißt, wie geil es schmeckt. Das zweite Stück ist für den Doktessa, bitte. Oh, okay, bringe ich ihm. Der freut sich. Doktessa? Ja, hier! Es wird dann sieben! Ja! Grüß den Doktessa! Ja, weg von meinen Beinen! Weg von den Füßen! Ach, komm schon! Alter, wenn das jetzt nicht Slenderman ist, dann weiß ich auch nicht. Boah. Es ist so krass hier im Dunkeln. Wenn ich da gleich in den Gestell anleuchte, dann muss ich, glaube ich, echt schreien. So, ich muss mal Zähne putzen. Ich versuche gerade vergeblich, diese scheiß Fackeln auszukriegen. Auch witzig. Ja, Husten, toll. Jetzt habe ich die Hand vor dem Mund gehabt. Oh, yeah. Wunderbar. Perfekt. Wir gehen jetzt alle schön ins Bett, ne? Und für euch heißt das erstmal Ende von Teil 1. Morgen kommen dann die 100 Teilnehmer. Naja, die mehr oder weniger 70, weil mit uns zusammen sind es 100. Ach so, oh, okay, gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja. Morgen kommen dann die ungefähr 70 Teilnehmer und ihr werdet das in Teil 2 sehen, in der Fortsetzung zu diesem Video. Ja, dann bin ich eng. Rock'n'Roll. Hier ist das Frauenklo, ne? Das könnt ihr merken, hier steht WC, das W steht für Weiber. Ist das geil? Ja.
Voll geil. Au! 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 Au!